Wolfgang Holbein gibt zum Start der TV-Staffel Die Holbeins einen kurzen Einblick in das Manuskript, das während der Dreharbeiten entstanden ist. Wolfgang Holbeins Iron Dad. Ein donnerndes Krachen erscholl, doch statt ihre Giftklauen ganz in mein Fleisch zu rammen, prallte die Spinne mit solcher Wucht gegen mich, dass ich wohl quer durch den Raum geschleudert worden wäre, hätten mich die stählernen Ketten zugleich nicht mit nach wie vor unbarmherziger Kraft gehalten. Um den Preis allerdings, dass mir die Luft aus den Lungen getrieben wurde und eine Lohe gänzlich anderer Schmerzen hinter meinen Augen explodierte. Als das rote Feuer wieder durchsichtig genug wurde, um mehr als Substanz gewordene Pein zu erkennen, hatte die Spinne von mir abgelassen und versuchte, sich behäbig umzudrehen, oder wenigstens das, was noch von ihr übrig war. Sie war nicht mehr komplett. Der Anblick erinnerte auf schon fast unheimliche Weise an unser gestriges Erlebnis, nur um ein Hundertfaches schlimmer. Der Spinne fehlten etliche ihrer gerade noch 8 Beine und auch fast die Hälfte ihres Schädels, sowie ein langer, dreieckiger Streifen aus dem aufgedunsenen Hinterleib. Darunter kamen jedoch kein geschändetes Fleisch oder dampfendes Blut zum Vorschein, sondern ein Durcheinander aus zerrissenen Drähten und anderen mechanischen Dingen, die sich bewegten und stampften, die zischten und gelbe Funken und ätzenden grauen Rauch ausstießen. Schreie und Kettenklirren und entsetzte Rufe erfüllten den Raum wie das Getöse eines fernen Weltuntergangsgewitters. Irgendwo darin auch Allisons Stimme, die in schierer Panik kreischte und von der ich mir so sehr gewünscht hätte, es wäre mein Name, den sie schrie. Und noch bevor ich diesen Gedanken als das Wunschdenken erkennen konnte, das er war, krachte es ein zweites Mal und die Spinne verschwand kurzzeitig hinter einer Wolke aus fliegenden Trümmerteilen, Funken und grauem Qualm und wurde wie von einem unsichtbaren Hammer getroffen, auf die Seite geschleudert. Dabei verlor sie ein weiteres ihrer Beine, das in absurdem Winkel abknickte und dann einfach davonflog. Ich hörte weitere entsetzte Schreie und war ganz und gar nicht sicher, dass ich es nicht war, der da schrie, strengte die Augen an, um die dichte Wolke aus Pulverdampf zu durchdringen, die die Tür verschlungen hatte, und sah gerade noch, wie Adler seine doppelläufige Schrotflinte aufklappte und zwei zerfletterte Patronenhülsen auf den Boden kippte. Die Spinne kreischte, nicht wie etwas Lebendiges, sondern wie eine riesige, leidende Maschine, versuchte unbeholfen auf ihre verbliebenen Beine zu kommen und sich in Adlers Richtung zu schleppen. Und auch der Mann aus der Bahn fuhr herum und griff in die Tasche, vielleicht um jetzt seinerseits eine Waffe zu ziehen. Aber wenn es so war, dann kam er nicht mehr dazu. Holbeins mörderisches Spiel um die Titanic. Öffne das Tor zu neuen Welten und verliere dich nicht darin.